Hier liegen überall nur Flaschen, ne? Ja. Gut, gehen wir da mal hoch. Hier wohnt wohl jemand. Auf dem Dachboden. Ist ja gemütlich. Irgendwie nicht, aber naja. Super. Huch. Oh. Oh, schön. Sowas gibt's also auch in Kisten. Alles klar. Und kommen wir jetzt hin? Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Okay, Moment. Ich bin ja leise. Ich will hier noch schnell gucken. Das kommt uns bekannt vor, ne? Moment, ich guck hier mal rein. So, Moment, wenn ich jetzt... Ja, okay, wir wissen, wo wir sind. Alles klar, dann können wir jetzt zum Doc gehen. Gut, mussten wir wenigstens nicht nochmal zurücklaufen. Das ist doch schon mal schön. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Irgendwas, das man einsammeln könnte? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal zum Doc. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Mhm. Irgendwie... will ich nicht. Abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Ja, ja, Moment. Huch. Okay, unzerstörbares Fass. Hallo? Na, geht doch. So. Okay. Und jetzt? Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. Aber echt? Oh shit. Jetzt aber auch nicht wirklich viele weggelockt, ne? So, wo kommen wir jetzt runter? Vielleicht müssen wir auch irgendwie raus. Lieber leise, das hört sich nämlich ziemlich groß an gerade. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir uns beeilen sollten. Oh shit. Uah! Gnädigste. Hörst du mal auf? So. Ja. Schieß.
Schieß in die falsche Richtung, das passt schon. So, ich würde gerne upgraden, aber irgendwie lässt uns das Spiel nicht. Jo, ein Streichholz, super. Okay, hier ist Licht. Hier liegt sonst nichts rum, würde ich sagen. Och, du sollst die Kisten kaputt hauen und nicht... Nee, ist ja unmöglich. Aha, hat sich unsere Gesundheit gerade sogar noch erhöht, ne? Eigentlich wollte ich das nicht nutzen, aber... okay. So. Jetzt hat er das wenigstens mal kaputt gehauen. Kann man hier denn irgendwo hin? Wir müssen wieder runterlaufen, ne? Vermute ich jetzt mal. Okay. Ja. Das hat sich voll gelohnt. Okay. Gut, dann gehen wir wieder runter. Das mache ich am besten mal aus. Haben wir überhaupt Munition dafür? 2 Schuss. Okay. So, nehmen wir die. Da haben wir noch ganze 3 Schuss. Ah, klasse. Okay. Ah, wahrscheinlich müssen wir hier lang. Aber nicht hier. Okay. So, eigentlich soll ich ja das Tor öffnen, aber... Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir langsam vorgehen. Das klingt nicht gut da drin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jetzt tatsächlich rein möchte. Sch, ganz leise. Kurz um die Ecke gucken, da ist eine Bombe. Scht, alle Tür. Streichhölzer sind immer gut. Okay. Was liegt da? Oh, Gott sei Dank. Moment, das packe ich mir am besten mal dahin. Munition! Immer her damit. Jetzt ist eine Trommel voll. Oh Gott, lass bitte... Dachte er, warum haust du nicht einfach zu, Junge? Ich verstehe es nicht. Nimm die Flasche. Ich verstehe es echt nicht. Ich kann die Pistole irgendwie auch nicht weglegen. Gut, ich weiß auch nicht, wie man bastelt. Geht das überhaupt schon? Bin mir sehr unsicher. Komponenten schon. Oder halt Teile. Aha. Sehr unauffällig. Ist hier irgendwas? Okay, da kommen wir runter. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich tatsächlich hin. Aber ich gucke mich hier jetzt nochmal um. Eigentlich würde ich auch gerne wissen, wer hier so brüllt. Oh, da kommen wir noch hoch. Das klingt doch gut. So, hier irgendwo noch eine Bombe versteckt. Ah, das Gute ist, man hört ja, wenn die Lärm macht.
Oh, wir können nur 5 Streichhölzer mitnehmen. Das ist jetzt irgendwie doof. Ich hätte gerne mehr. Okay, dann gehen wir doch nochmal hoch. Huch. Nix. Nicht mal Glibber. Wir haben doch so wenig. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich trotz allem wenig. Ich glaube, wir haben durch das Fighting Chance Pack Glibber dazu bekommen. Deswegen haben wir vielleicht so viel. Das könnte natürlich sein. Okay, hier können wir hoch. Tatsächlich. Schön, schön. Es wird immer lauter, ne? Oh. Oh. Juhu! Okay. Ach, das hat sich... Oh, das sieht gut aus. 1000? Schön. Das sah echt groß aus, das Glas. Na, das hat sich doch gelohnt, hier nochmal hoch zu latschen. Da hinten kommen wir sogar runter. Okay, super. Gehen wir da doch nochmal hin. Dass die Leitern immer nur von der anderen Seite sehe. Schon komisch. Ist jetzt eigentlich auch nicht so schwer zu übersehen, ne? So. Möchte ich tatsächlich hier runter? Oh Gott. Eigentlich eher nicht, aber... Schäfchen. Huch. Ist ja doch was. Okay, wir kommen hier raus. Alles klar. Da ist eine Bombe. Langsam läuft's. So, wenn ich wüsste, wo ich jetzt hin muss. Ich habe nämlich komplett die Orientierung verloren. Scheiße. Ich brauche Deckung. Hat der gerade tatsächlich auf mich geschossen? Wow, willst du mich verarschen? Ey, dumm sind die nicht, ne? Geh mal schnell hier hoch irgendwie. Au, hörst du auf damit? Schnell ein bisschen Gesundheit reinjagen. Uch, du Schande. Okay, das hat was gebracht. Schnell mal alle anfackeln. Moment. So. Auch noch. Nehmen wir mal schnell. Ach, dir geht's wohl nicht gut hier oben, wa? Schade, dass man die Fackel nicht behält. Das wäre schön. Ich sehe, dass du hochkommst. Gnädigste. Oh, hörst du auf? Au! Oh. Dumme Kuh. Glibber. Der Leichenberg wächst. Ja. Oh. Ich brauche dringend Gesundheit. Ganz dringend. Was hängt da? Bolzen. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust. Ich hätte gern mal die Armbrust. Wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, wie wir die kriegen. Und wann? Puh. Okay, so. Was ist mit dem Tisch los? Nutzen ist hier nichts, ne? Ne, okay. Ein bisschen erholt hat er sich. Munition ist immer gut. Ach, da liegt ja jemand. Armbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend
schwere Projektile abfeuern kann. Ja, sehr schön. Moment, so. Qualenbolzen herstellen. RW, um ausgewählten Bolzen herzustellen. Okay. So. Ich glaube, den können wir herstellen, weil da steht so ein Plus dran. Nee, können wir nicht. Wie voll? Benötigte Teile 2. Okay, den können wir herstellen. Brandbolzen. Und den können wir auch herstellen. Verstehe ich nicht, aber das macht ja nichts. Giftbolzen. Explosivbolzen. Okay. Vielleicht, weil wir voll sind, was die Bolzen angeht. Das kann natürlich sein. Die Armbrust mal nach unten. Aber ich würde gern die normalen Bolzen nehmen. Was ist das denn? Ah. Okay. Alter Schwede. Geht das nochmal? Okay. Können wir da... Ja, können wir. Glibber. Ich hätte gerne mal wieder so einen Spiegel. Weil ich doch gerne alles ein bisschen aufrüsten wollen würde. Ich guck mal schnell nach oben. Also über uns nicht, so wie es scheint. Okay, ist auch dafür. Ist ja heftig. Ich frage mich, wofür das sein soll. Das sieht aus wie eine Waffe. Moment. Erstmal machen wir das. Wie so eine Waffenkiste oder so. Gut, die normale Schrotflinte. Wir haben die doppelläufige. Nehmen wir die halt, ne? So. Die ist besser. Gut. Ich hätte trotzdem gern irgendwie ein bisschen Gesundheit gefunden haben wollen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Da ist... Ist unmöglich, da hat er zielt, anstatt Nahkampfangriff zu machen. Was soll denn das? Pack doch die Pistole weg. Das ist nervig. Also das ist echt nervig. He's watching. We? Was? Can't leave. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Oder können wir hier wieder raus? Mal kurz umgucken. Ist echt heftig hier, ha? Krass, was die sich so einfallen lassen. Oder gab es unten auch eine Tür? Ich weiß es gerade gar nicht. Einer von denen könnte endlich mal wieder Gesundheit fallen lassen. Das wäre echt mal ganz nett. Okay, da ist das Tor, das wir öffnen sollen. Ach, da hätten wir vielleicht rauskommen können. Wie kriegen wir das auf? Hier ist ein... Aha. Gucken wir mal. Sieht ziemlich stabil aus, super. Ja. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas.
Du Scheiße. Kettensäge. Na, ist das doch, das ist von... Einfach die Tür, die da unten dann reinführt, bestimmt. Obwohl ich die nicht gesehen habe. Mal. Ah ja, doch. Ach, hier war eine Tür. Na gut. Gut. Dann müssen wir uns hier leider doch noch mehr umgucken. Bisschen doof. Ach, wie pfui. Oh. Ich wüsste wo.